Christen leiden in vielen Staaten besonders unter islamischem Extremismus. Er ist in 35 von 50 untersuchten Ländern die Hauptursache der Verfolgung. Das geht aus dem Weltverfolgungsindex des christlichen Hilfswerks Open Doors hervor, der am 13. Januar veröffentlicht wurde. Dem Bericht zufolge beherrscht die Terrororganisation Islamischer Staat nicht nur Gebiete in Syrien und im Irak, sie habe auch Anhänger in vielen anderen Regionen der Welt gewonnen. Die Folge sei, dass die Gewalt gegen Christen zunehme. Das Hilfswerk geht weltweit von deutlich über 100 Millionen verfolgten Christen aus. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, bezeichnete es als zutiefst erschütternd, dass die Christenverfolgung so dramatisch zugenommen habe. Als Christen und als Fraktion, die sich auf das christliche Menschenbild beruft, müssen wir auch weiter dafür eintreten, Verfolgten Zuflucht zu gewähren. Als Reaktion auf den gotteslästerlichen Titel der aktuellen Ausgabe der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo startete die evangelische Stiftung Marburger Medien die Aktion Gott ist da. Sie hat unter anderem am 13. Januar in der Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Anzeige veröffentlicht, die das christliche Gottesbild verdeutlichen soll. Die Satirezeitschrift hatte zum Jahrestag der islamistischen Terroranschläge auf die Reaktionsräume eine Sondernummer in einer Auflage von 1 Million Exemplaren veröffentlicht. Das Titelblatt zeigt den Gott der Christen als Terroristen, obwohl die Täter als Muslime Allah verehren. Wir wollen das als Christen nicht einfach so akzeptieren und durch die Anzeige ein anderes Gottesbild vermitteln, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Marburger Medien, Frieda Trommer. Die Bürgerinnen und Bürger von Bergneustadt haben sich im Rahmen der Allianz Gebetswoche im Rathaus der oberbergischen Kleinstadt getroffen. Bürgermeister Wilfried Hohlberg unterstützte diese Aktion. Nach seiner Meinung brauchen alle Mitarbeiter der Stadt göttliche Unterstützung. Zusammen mit Pastor Heino Wesemann lud er zum Gebet für die Stadt ein. Insgesamt eine tolle Veranstaltung im Rahmen unseres jährlichen Veranstaltungskalenders. Freue ich mich darüber, dass die Gebetswoche auch im Rathaus Station macht, weil dadurch der Bezug zur Administration zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Kirche sozusagen auch räumlich deutlich wird. Das Gebetstreffen in Bergneustadt ist eine der vielen Veranstaltungen der diesjährigen Allianz Gebetswoche. Die Veranstalter erwarten bundesweit rund 300.000 Christen an etwa 1.100 Orten.